Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auffallend Anders. In der letzten Folge habt ihr die USA-Reise gesehen von Robi und Alex. Da fehlt natürlich noch was und das seht ihr gleich. Na, eigentlich war ja die Hauptintention, dass wir Eindrücke sammeln für unsere Convention hier in Berlin, Potsdam, also in Pahlenglien. Und was wir hier präsentieren können, was wir den Kunden für Neuerungen zeigen können. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben natürlich nach Fahrzeugen geschaut. Ja? Aber das ist natürlich dort die Marktlage auch so. Ja, wir haben es ja geahnt. Geahnt haben wir es ein bisschen, also so schlimm hätte man nicht gedacht. Nee, hätte man nicht gedacht. Wir wollen euch mal mitnehmen heute. Wir sind mal bei einem kleinen Gebrauchtwagenhändler. Genau. In den USA. Also so typisch, wie man es aus dem Fernsehen kennt, oder? Wahnsinn. Da drin steht, komm rein, wenn du ein Auto verkaufen willst, komm rein, wenn du ein Auto kaufen willst, komm rein, wenn du. Auch kundenfreundlich. Auf den Sonntag offen. Stimmt, bis 17 Uhr heute. Nee, bis 19 Uhr sogar. Bis 19 Uhr. Können wir in Deutschland noch einführen? Ja. Na, ja. Was? Dann gehen wir durch. Das sind ja hunderte von Fahrzeugen. Ist schon. Dann gehen wir jetzt mal zu den Rams, würde ich sagen, oder? Wie man sieht, Alex ist überzeugt. Kein Allradrams? Stehen die hier mehr auf Zweirad oder was? Und hier ist dann ein schöner weißer mit Tuningfelgen drauf. Na, siehste. Und selbst da waren wir dann sehr, sehr erschrocken, ja. Also vom kleinen Händler, also vom kleinen privaten Schrauber, der 10 Autos da hatte, bis zum größten in Nevada war das, glaube Nevada, ich. Da sind wir ja im Prinzip, halt, bevor du jetzt weitermachst, da sind wir ja im Prinzip von L.A., sind wir dann den zweiten Tag, wie gesagt, haben wir uns die Oldtimer angeguckt, dritten Tag sind wir dann, haben wir uns einen Mietwagen genommen und sind ja dann von L.A. nach Las Vegas gefahren, ja, nach Nevada. Endlich mal ein ordentliches Auto. Standesgemäß. Na, du nicht, du hast keinen Führerschein. The steel, if you know what I mean, earn your keep. Regulate! Regulators! Und haben uns dort natürlich zu den großen Oldtimer-Händlern gefahren. Und da werdet ihr natürlich auch sehr viele schöne Impressionen sehen, ja. Hallo und herzlich willkommen in Las Vegas. Wir sind hier, also wir kleppern gerade die ganzen Autohändler ab. Und wir haben jetzt hier einen Klassiker-Händler erfunden. Und jetzt nehmen wir euch einfach mal mit und wir gucken uns mal zusammen die Autos an, oder? Richtig. Aber die Preise für die Fahrzeuge waren natürlich überirdisch. Überirdisch, vor allem teilweise auch die Qualität. Man hört ja immer so,
die Amis mit der Qualität, es gibt super schöne Autos da, das stimmt. Das wissen sie aber auch. Ja, und die kosten auch dementsprechend, aber wir haben Fahrzeuge gefunden, wo wirklich die von außen bling-bling waren und die wirklich super schön aussahen. Und wenn man sich runtergelegt hat, dann haben die schon mitgekriegt, wa? Ja. Da hat jemand Ahnung. Ich gucke mir das Auto nicht weiter an. Das war teilweise so unterirdisch, die Qualität von den Fahrzeugen. Die waren von außen schön lackiert und alles. Ja, aber auch die Preise dementsprechend überhaupt nicht gerechtfertigt. Ja, ja. Also, so, dass es sich so ein Import bei den 99% der Fahrzeuge, die wir da gefunden haben, einfach nicht gelohnt hat, richtig. Ja. Also da haben wir als Europäer bzw. Deutsche völlig andere Ansprüche. Aber die Verkäufer haben es uns ja auch ganz klar gesagt, ja. Der Oldtimer-Markt boomt da drüben. Aufgrund dessen, es gibt keine Neuwagen. Dem amerikanischen Markt fehlen allein im letzten Jahr 10,5 Millionen Autos, die nicht aufgeholt werden können, von der Produktion her. Und Gebrauchte sind dementsprechend sehr teuer. Und der Ami kauft sich dann das, was er schon immer haben wollte, einen geliebten Oldtimer. Ja. Wo er denkt, der verliert nicht vom Preis, vom Geld, vom Wert. Und dementsprechend verkaufen die natürlich diese Oldtimer auch für exorbitante Preise. Selbst im schlechten Zustand. Selbst im schlechten Zustand, ja. Wo wir als Deutsche nicht kaufen würden. Ja. Also zumal wir ja die Importkosten ja dann auch noch hätten. Alles, also sind selbst wenn jetzt Amerika teilweise die Fahrzeuge geblieben wären, wären sie schon zu teuer gewesen. Ja. Also definitiv. Auf jeden Fall. Wir machen es mal kurz, wir haben nichts geholt dort. Aufgrund der Marktlage dort haben wir uns entschieden, in Europa zu kaufen. Und wir haben ein paar Highlights gekauft, weil wir ja gesehen haben, wie die Preise dort schon hochgehen. Ja. Und haben jetzt für die Convention alleine hier mehrere Sachen für unsere AK Custom Schmiede gekauft, die wir auf der Messe dann exklusiv präsentieren werden im Oldtimer-Sektor, um den Kunden auch zu zeigen, was können wir hier machen. Ja, also wirklich teilweise schöne Restaurationen, die wir jetzt durchführen werden. Ja, da sind wir gerade dabei, genau. Also die waren zwar von der Substanz her okay. Waren die schon alle sehr gut, ja. Aber wir möchten sie halt verbessern, damit sie halt perfekt dastehen. Genau. Naja, einen Ausblick hast du ja nun schon gesehen, hast du ja nun schon gemacht, unsere kleine Eleanor, ja, die jetzt nochmal perfektioniert wird. Ja, die kriegt noch ein paar Highlights. Dann haben wir unseren Bronco, ja, der komplett restauriert wird, ja, auch mit einer richtig geilen Farbe, mit einem richtig geilen Interieur, mit unseren Partnern zusammen, die sich auf der Messe dann auch mit vorstellen. Ja. Und da wird es einige Highlights geben. Nur schlafen. Die neue Langwelt. Das schlimmste Ort überhaupt. Also, Wahnsinn. Also da war ja unser Hauptaugenmerk auf die ganzen Händler. Da waren wir bei einem der größten Händler in Nevada, bei Chapman gewesen. Da haben wir uns auch mal mit dem Geschäftsführer dort unterhalten. Gleiche wie überall. Das war aber der einzige Händler, der mal wenigstens Rams dort hatte, ja, vor Ort und auch sehr viele, ja. Ja. Wir haben von der Autobahnhand mal schon gesehen, so riesig. Also das war wirklich groß. Also muss man sagen, da waren auch fast 50 Verkäufer gerechtfertigt in dem Fall. Ja. Der hat doch mal wirklich viel da, er war auch der Einzige gewesen. Ja. So, wie ihr seht, es ist schon dunkel geworden. Wir sind heute wieder den ganzen Tag unterwegs gewesen, haben Händler gesucht. Jetzt haben wir hier den größten Truckdealer. Ja, gefunden. In Vegas. Ja, jetzt gucken wir uns die Autos mal an. Der zeigt uns jetzt mal etliche, die er noch verfügbar hat. Also hier sind wirklich extrem viele, wie bei uns. Also sonst sieht es wirklich relativ mau aus, also selbst weniger wie bei uns. Muss viel man schon weniger fast sagen. Teilweise, ja. Viel weniger. Also viel weniger muss man sagen. Also wir sind erschrocken gewesen, wie wenig Autos selbst die Amerikaner hier haben. Richtig. Also er hat jetzt mal wirklich viele da, hat er zumindest gesagt. Und er will uns jetzt auch gleich ein paar zeigen. Wollen wir mal gucken. Das war mal ganz interessant, aber wirklich viele Modelle, die bei uns hier in Europa gar nicht gehen. Ja? Viele Arbeitsrams, ja? Vom 1500er SLT bis zum 3500er, die als Abschlepper, Wrecker oder weiß ich was für alles genutzt werden dort drüben. Ja? Aber die sind halt viele Modelle sind da für uns hier für Deutschland gar nichts. Ja?
Dann haben wir uns Zubehörshops noch angeguckt, ja, Teile, Dienstleister. Und dann sind wir eigentlich schon noch wieder nach 3 Tagen weitergeflogen, oder? Inlandsflüge. Ich habe mich wieder gefreut, durfte wieder fliegen. Ja, rüber Richtung Daytona Beach. Ostküste, genau. Mit Zwischenstopp wieder, ne? Mit Zwischenstopp? Genau. Und von da aus dann? Zur größten Oldtimer-Veranstaltung in Amerika, dem Turkey Run, Daytona Turkey Run, bei den Daytona 500. Zum Thanksgiving, so ja. Zum Thanksgiving. Genau. Und das war eine sehr lustige Veranstaltung. So, Freunde, heute sind wir auf dem Daytona Speedway. Wir wollen uns heute hier ein paar Autos angucken und wo ist eigentlich Alex? Alex, wo bist du eigentlich? Komme. Wir haben uns heute schon die Top-Fiege hier ausgeliehen. Das Schnellste, was wir gefunden haben. Richtig. Um euch mal ein bisschen über den größten Oldtimer-Treff in den USA mal rumzuführen. Genau. Aber das ist so groß hier, dass wir uns einfach mal so eine elektrischen Fahrhilfen ausgeliehen haben. Natürlich die sportlichsten, die wir finden konnten. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde über den Platz, gucken natürlich, ob wir ein paar schöne Oldtimer für uns finden. Richtig. Oder ein paar schöne andere Sachen, die wir importieren können. Dann nehmen wir euch jetzt mit. Viel Spaß dabei. Ja, und dann hat Alex einfach mal gefragt, seinen neuen Kumpel. Den kennen wir noch einspielen. Der hat noch eine Exklusivtour über die Rennstrecke mit uns immer. I work here, you know. Ah, okay. Okay. Und der hat uns dann zu dem Stand gefahren. Und dann war es wirklich ein sehr angenehmer Tag für uns. Ja, ab da hat es wirklich Spaß gemacht, ja. Sich alle Oldtimer und man muss ja sagen, wir sind ja relativ früh da gewesen. Ja, wir sind sehr und früh, wenn wir die erste Reihe durchgelaufen sind, dann sind wir wieder zurück und dann standen schon wieder andere Fahrzeuge da. Und naja, wir haben noch nicht mal einen Bruchteil gesehen, ihr habt von ja, dem. Ja, also das ist so riesig. Man kann auch mit hier die Rennstrecken überhaupt nicht vergleichen. Ach. Weil dieses Daytona ist wirklich so riesig. Weil auch alle Felder und Wiesen ringsrum war alles voll gewesen. Teilmarkt und war ja da im Infield gewesen. Ja. Und also wie gesagt, das hätte man zu Fuß, das hätte man in 3 Tagen ja nicht geschafft. War schon beeindruckend, aber wie gesagt, gleiche Thematik wie vorher. Die, was da hatten, die wussten es, dass es was Jutet ist. Ja, die wollten auch dementsprechend die Frau mit dem Bronco, sagt man. Preise haben. Ja. Die Frau mit dem durchgerosteten Bronco. Ja, und wenn du mal gefragt hast, dann verkaufen wir nicht. Ist hard to find in America. Oder wie gesagt, komplett durchgegammelt für Preise jenseits von Gut und Böse. Definitiv. Also die Charger teilweise mit Bauschaum zu. Mit Bauschaum. Und anlackiert wieder. Und, oh Gott, oh Gott. Ja, und die wollten dafür, wie viel? $50,000 oder so. $50,000 für einen Charger, der mit Bauschaum voll im Monat war. Ja, katastrophal. Ja. So, Robert, scheint richtig gut zu gefallen hier. Seht ihr, macht deine Arbeit heute Spaß? Ja. Top. Naja, wir müssen viele Autos sehen, mit immer wieder kennen. Guck mal, da ein Trabi. Tatsächlich. Wir kommen in die USA und was sehen wir? Trabi 601. Ein Traum. Ja, Alex hat sie als Rettung schon mal probiert. Die Badehose hat nicht gepasst und hat mit Klamotten gemacht. Daytona Beach. Und hier kann man mit Auto auf den Strand fahren. Wollen Sie eine Probefahrt?
Freude. Ist bei uns ja nicht vorzustellen, sowas. Wahnsinn. Some people stand in the darkness, afraid to step into the light. And some people need to help somebody when the edge of surrender is in sight. Ja, da haben wir so eine kleine Inspiration genommen, dass wir jetzt auch tatsächlich eine Baywatch Edition bauen. Da sind wir gerade bei. Das Auto bauen wir ja. Das werden wir auch auf der Convention dann zeigen. Ja, das haben wir auch zur Convention fertig. Mit ein paar anderen Highlights, die wir bis dahin auch da sind wir auch gerade bei. Also wir machen gerade viele, viele Projekte nebenbei. Was heißt nebenbei? Also wir machen viele Projekte. Na, wir haben ja auch nicht mehr viel Zeit. Wir haben ja nur noch 3 Monate Zeit. Ja. Und ich meine, wir wollen ja den Leuten da ein bisschen was zeigen. Ja? Das soll ja in dem Falle nicht nur ein Treffen sein, ja, im übertragenen Sinne, wie man es so kennt. Ja? Alle stellen sich auf eine Wiese und dann ist irgendwo ein Zelt und so. Also es soll ja doch schon mehr so den Messecharakter haben. Ja? Aber auch zumal, das herkömmliche Treffen haben wir ja trotzdem. Also das ist natürlich jetzt für jeden was dabei, müssen wir dazu sagen. Ne? Es wird für jeden was dabei sein. Also dementsprechend groß ist es ja. Wir ne? werden ja jetzt auch wirklich, nicht täglich, aber versuchen wöchentlich Updates zu liefern, Impressionen zu liefern. Wir haben jetzt einen tollen Moderator, den wir jetzt bekommen haben, der in der Szene bekannt ist, der den ganzen Tag dort durchs Programm führen wird. Ja. Wir werden auf alle einzelnen Programmpunkte eingehen mit Jan zusammen, ja, mit vielen anderen Gästen noch, die wir vielleicht noch interviewen werden dazu. Und dass die Leute wirklich auch wissen. Das lohnt sich der Tag. Und der Andrang ist auch schon sehr ordentlich, muss man sagen. Ja? Ja, also im Ticketvorverkauf haben wir jetzt schon auch so gesehen, ja, dass da viele, viele Tickets schon weg sind. Ja? Ein paar Tickets sind ja bloß online erhältlich. Ja? Ging auch nicht anders, dass wir wirklich die Zahlen ja, im Kopf haben. Die Tagestickets sind ja dann vor Ort noch erhältlich. Aber alle. Aber die jetzt im Infield und so weiter. Die sind alles dann Infield, wirklich, alles nur online, ist wichtig. Weil wir nicht abklären, wir müssen mit dem dort hier. Der Sicherheitskonzept, die, alles drum und dran. Security, müssen wir wissen, wann, Feuerwehr, wie, Krankenwagen, was. Alles drum und dran. Und vor allen Dingen wichtig ist ja auch, wir müssen ja wissen, ihr müsst ja alle hinkommen. Dodge-Ram-Convention.de. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Zusammenstellung des US-Trips gefallen. Jetzt als nächstes steht ja die Dodge Ram Convention an. Bucht eure Tickets und dann ist im November schon die nächste SEMA. Und da werden wir mit einer größeren Band anreisen. Und dann gibt es wieder ein neues Roadtrip-Video. Bis dahin.